Dieses Video wird präsentiert von GamesPlanet. Für weitere Informationen schaut in der Videobeschreibung vorbei. Also Erik, du musst da rein und das festhalten. So lange wie geht. Schnell! Jetzt aber zackig! Erik, du musst deine Portale auch noch setzen. Ich find's so geil, wie Erik komplett überfordert ist. So richtig so. Ja. Ich würde ja hier gerne diesen Blick die ganze Zeit anlassen, aber ich weiß nicht mehr. Warte, ich guck da nochmal gerade nach, weil das ist eigentlich ja richtig geil. So, es geht los. Okay, ich springe. Bams! Wow! Ich weiß nicht, wen ich lieber mag. Die Brecher, die euch zermalmen, oder die Montageeinheit, die euch neu montiert, damit ihr wieder zermalmt werden könnt. Teilung Standard? Das muss man doch irgendwo... Ich weiß auf jeden Fall, dass das mal ging. Oder? Doch. Glaub schon. Ich guck grad nochmal durch. Es wäre halt richtig geil, wenn das funktionieren würde, dass man das dauernd anzeigen könnte, weil ich möchte auch nicht die ganze Zeit Tab gedrückt halten. Ich könnte das maximal auf meine Maus programmieren, dass es die ganze Zeit gedrückt hält. Könnte ich ja eigentlich mal machen, ne? Ich guck mal gerade, ob ich hier... Doch, ich kann doch ein Schnell-Makro machen. Warte mal gerade. Makro. Wählen Sie eine G-Taste. G5. Schnell-Makro aufgezeichnet. Gehst du mal ganz kurz hier drauf? Ja, aber gerne. Nochmal? Schlecht. So. Ja, pass auf, ich lass dich das einfach mal machen, okay? Lass mich nur mal kurz raus. Ja. Mal gucken, ob ich das... Ich lass den Erik dieses Rätsel jetzt mal ausarbeiten. Hm. So, eine Sekunde, ich programmiere mir mal gerade auf meine Tastatur, dass es dauergedrückt wird. Jetzt hört man dich wieder. Ah, und zwar, ich habe gerade erzählt, wenn ihr einmal durch das Netzwerk Trend1LP.de oder keine Ahnung, wodurch in den Genuss kommt, mit Felix aufzunehmen, und ihr nehmt um 1.18 Uhr immer noch auf, dann plant nicht ein, vor 5 Uhr ins Bett zu gehen. Ne, hier flickert's auch. Ja, die Montageeinheit hat ein Problem, weil sie arbeitet mit uns zusammen. Das ist ein Problem, ja. Ich überlege gerade, soll ich irgendwie meine Tab-Taste blockieren? Warte mal. Habe ich irgendwas Schweres? Ich könnte dir jetzt Choroplast-Klebeband geben. Beispiel. Nee, das ist zu viel Chloroplast. Warte mal, ich habe hier noch Patafix. Patafix. Fixiert fix, wieder und wieder. So. Ah, das Beste ist ja gerade einfach, ich habe einfach, weil es so viele Leute gibt, auf Steam anschreiben, wenn ich in der Aufnahme bin, habe ich diese Nachrichten ausgeschaltet. Antworte Felix nicht und Felix platzt bei mir in die Aufnahme rein. Ja, Entschuldigung. Ja. Der antwortet nicht, der Spaß. Werde ich heute Abend noch Far Cry 4 spielen? Heute Abend. Ja, heute Abend kann ich... Du meinst heute Morgen. Ach ja, ich wundere mich gerade, wo die CD hin ist, ne? Guck's ha, auf meine, ich hab's blockiert. Ist ja jetzt eine Klebebandrolle drauf, aber Hauptsache läuft, ne? Können wir jetzt einfach durchlaufen bis Level 7 oder portet der uns direkt in Level 7 jetzt weiter? Der portet uns jetzt, glaube ich, direkt in Level 7. Okay. Ich halte übrigens gerade die Klebebandrolle hoch. So, jetzt. Ja. Das ist viel besser. Das hätte ich von Anfang an machen sollen. Oh, hier müssen wir wieder. Das beste Robotermodell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. Ja. Das ist echt mal das beste Kompliment ever. Ja, Erik, du bist schon wieder zu spät. Ja, ich war gerade gar nicht da.
Sieht gut aus. So, jetzt müssen wir... Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Dann... Hierhin. Schaffst du das schnell genug? Ja. Wah! Ja, kannst. So, da sind wir ja auch schon wieder. Das ist genau der Level, den ich Erik machen lassen wollte. Ja. Wahrscheinlich schneide ich jetzt hier irgendwo wieder rein oder auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe es jetzt auf jeden Fall geschafft, unten das Tab einzublenden, indem ich eine Klebebandrolle mit Patafix auf meiner Tastatur geklebt habe. Wenn ich die so anhebe, dann geht das wieder weg. So, das heißt, wenn ich... Da öffne ich die Tür. Das genau. In dem Moment muss irgendjemand losgehen. Ich kann da durchgehen. So. Du darfst nur aufmachen. Durchgehst. Ja, aber du kommst ja in dem Moment da nicht mehr raus. Ja, was soll ich denn... Ja, mach du, Erik. Ah, warte mal, ich hab grad eine Idee. Ja, hau raus. Dann nehme ich mir den hier mit. Da kann ich... Bleibt aber nicht da oben kleben, ne? Nein, aber ich kann hier ein Portal hinmachen. Und jetzt probiere ich gleich mal was aus. Oh, fuck, ich wollte eigentlich durchgehen. Aber das mit dieser Mitsicht ist schon eigentlich ziemlich genial. Guck mal, jetzt lass ich dich mal kurz da reingehen. Geh rein. Das ist nicht aufgegangen. Warte. So, jetzt bring ich wie. Da gleich... Warte. Oder? Ich will's mal ein bisschen versuchen. Okay. Okay! Lass das mal den Erik machen. Ja, die Idee ist schon gut. Die Ausführung hapert ein bisschen. Ach, Respekt. Hätte ich dir ganz ehrlich nicht zugetraut. Ihr habt euch eine Auszeit von den offiziellen Testtagen verdient. Von den offiziellen. Jetzt rate, was gerade passiert ist. Keine Ahnung. Das Klebeband ist von meiner Tab-Taste runtergefallen. Ja, guck mal, es mag das Wort offiziell nicht. So, ist wieder fest. Jetzt hebe ich das wieder an, damit es keine Probleme gibt. So. Für diesen Test müssen wir nur noch die Projektpläne finden. Keine Aufregung, sie nützen niemandem. Das ist klar. Sie sind völlig langweilig und wertlos. Dies ist ein Experiment, um herauszufinden, wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet. Die richtige Antwort lautet 0 Sekunden. Ja, fertig. So, da ist Knopf. Knopf muss hier fliegen. Fliegen kannst du... Oh, was ist das denn für ein Lüfter, ey? Guck mal, das ist mein Gehäuselüfter. Da. Oh, guck mal. Wenn du markierst, wie geil. Hast du das da drüber auch? Ja. Dass man aber wirklich fast alles markieren kann, ne? So. So, der Strahl muss irgendwie darüber. Wo ist denn hier so ein Laserumdreher? So liegt schon. Au. Scotty! Beam me up! Ah, da ist er. Da ist er gerade vorbei. Ja, ne? Hast du gut gemacht. Ah, ich weiß wie. Erik? Nein, ich wollte einfach nochmal diesen James-Bond-Effekt haben. Achso. Pass auf. Gesehen? Pass auf, ich treffe nochmal den Knopf und du musst dann direkt daneben springen. Guck mal hier. Da. Wenn du da ein Portal machst, kannst du hier unten ein Portal machen. Und dann müssen wir zeitversetzt springen. Dann musst du dir da oben nämlich den Klotz holen. Wo während muss ich das aufmache. Andere hinmachen? Dahin? Da. Übrigens, wenn du hier festhältst, F und dann nach links, dann ist das für Portal-Aktion.
Genau, dann kannst du mir jetzt sagen, wo ich ein Portal hier machen soll. So, pass auf, ich hole das jetzt da raus und du musst das dann genau abtreffen, okay? Dann musst du den da oben erwischen. Ja. Du musst einfach am Rand runterspringen. Achtung, jetzt, spring! Hey! Hey! So, das war super. Portal irgendwo? Ja, warte. Kannst du eins machen? Pflanze hier eins hin. Hin. Dann warte. Ich pflanze. Ja, kannst auch hier hin. Ah, da. Geht auch. Oh, das ist genial mit der zweiten Ansicht. Ich frage mich, warum das nicht dauer eingeblendet ist. So, und das muss nach. Da. Da hatte ich doch schon. Das muss ich halten. Das musst du scheinbar halten. Und das macht. Den Lüfter anhalten! Das Ding! Scheiße. Ah! Ah! Pass auf. Irgendwo hier kann man auch ganz tief scheinbar fallen. Scheiße. Das wird sehr wahrscheinlich... Pass auf, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Blockierst mal bitte. Wie? Damit ich nicht geschreddert werde. Ja. So, ich wette mal, dass das hier nicht reichen wird. Er ist blockiert. Doch, es reicht. Geil. Okay, jetzt muss ich dich nur noch irgendwie hier rüberholen. Ah, so, tapfer Partnerperspektive. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Siehst du mich hier oben? Ja. Ich hab grad deine Cam auf. Kannst du hier oben hinzielen? Dahin zielen. Irgendwie durch ein Portal oder so. Guck mal, wenn du da ein Portal setzt. Und dann zum Beispiel da drauf. Auch eins. Warte, weißt du, was ich meine? Soll ich ein Portal hinsetzen? Da, aber von der anderen Seite. Und dann? Siehst du? Dahin. So, und jetzt zielst du in das Portal rein. Das kommt hier. Ah! So, jetzt musst du hier oben das Portal treffen, damit du hier... Oh, jetzt habe ich aus Versehen Shift gedrückt. Dann geht nämlich das Steam-Menü auf. Und dann hier, um an den Fan-Shutdown zu kommen. Das heißt, du musst jetzt hier... Ah, du Arsch! Musst da jetzt ganz genau reintreffen, auf einen Millimeter. Bisschen tiefer. Ah, warte, das könnten meine Portale sein. Warte, warte, warte. Das ist meine Feinarbeit. Ist aus. So, und jetzt musst du dich da durchflingen, wenn du noch weißt, wie ich es gemacht habe. Da. Nee, das reicht nicht. Du musst da unten. Da, du musst immer Schwung haben. Bewegungsenergie ist Fallgeschwindigkeit mal Zeit. Nicht runterlaufen, springen. Einfach vom Geländer springen. Da von der Kante springen. Dann hier runterfallen, oder was? Da muss natürlich ein Portal... Ja, genau. Ist geil, ne? Okay, ja. High five! So. Ah ja, hier. Passt doch. Heieiei. Heieiei. War aber jetzt krass da, ne? Durch die zwei Portale durch. Du merkst vielleicht, ich habe mir jetzt so ein bisschen angewohnt, ein bisschen mehr zu sprechen. Ja. Ja, so leicht. Oh, ich hab die Diskette. Diesmal krieg ich die. Dann hol sie dir! Was? Stell dir mal vor, ich hätte sie jetzt irgendwo hingebackt, wo man sie nicht mal herkriegt. Da ist sie. Windows-Updates. Windows 98. Ihr habt die wertlosen...